Belebungsmaßnahmen wirken schon. Ja, das müsste jetzt eigentlich wieder funktionieren. Im Gegenteil. Die kommen genau richtig. Danke! Ja, ich glaube, die Cocktailstunde ist beendet. Aber ich hab doch Durst. Wie wär's einfach mit einem Kaffee an der Kochschmerztablette? Du meinst, ich soll nach Hause fahren? Ja, aber nicht mit deinem Auto. Aber soll ich dann nach Hause kommen? Hi! Schön, dass du noch gekommen bist. Ja. Oh, danke. Geile Party, oder? Ja, und unser Geburtstagskind, das amüsiert sich richtig. Ganz sicher, dass ich meinen Wohnungsschlüssel eingesteckt habe. Ja, ja. Nee, ehrlich. Krasse Wohnwellen hier. Psst, Nachbar. Ich bin leise wie ein Mäuschen. Weiß es. Es ist so süß von dir, dass ich bei dir pennen kann. Ja, unter der Brücke erfrierst du sonst. Oh, immer noch mein Lebensretter. Immer noch besser als erfrieren. Tiefkühlkost ist manchmal auch nicht schlecht. Ja, danke. Ich bin schon satt. Vielleicht ein kleines Dessert. Wirklich keinen Appetit? Morgen. Na? Hast du gestern nicht mehr nach Hause gefunden? Ja, wieder, nachdem du mich so hängen gelassen hast. Entschuldige, aber als ich gesehen habe, dass du in guten Händen bist, da wollte ich nicht dazwischen funken. Wie bist denn du hier auf der Couch gelandet? Ja, mein Bett war belegt. Dann habe ich hier geklingelt und Charlie hat mich reingelassen. Dein Bett war belegt? Ja, Juna hat ihren Hausschlüssel verloren. Ja, Autofahren konnte sie auch nicht mehr. Ich meine, irgendwo musste sie ja pennen, oder? Ich glaub's nicht. Was? Alter, da liegt eine super süße Krankenschwester in deinem Bett, die so laut Ja schreit, dass ganz Köln hören kann. Du hörst ab. Ja, und jetzt? Ich verstehe schon, das mit dem Ich vergesse Toni Fahak hat wohl nicht geklappt. Ihr habt echt geknutscht. Ja, hast du es gar nicht mitgekriegt? Nein. Entschuldige. Tut mir leid. Ja, ich bin gut versichert. Ich war gestern auf Junas Party. Hab dich gar nicht gesehen. Ja, ich bin später gekommen. Da wart ihr wahrscheinlich schon weg. Ja, das kann sein. War's nett? Ja, es war ein sehr netter Abend. Ja, du musst ja besonders viel Spaß gehabt haben, was man sich hier so erzählt. Hatte ich. Das kannst du morgen alles in der Zeitung nachlesen. Sonst noch irgendwas? Weil sonst würde ich mal wieder gehen. Dann geben Sie ihr bitte ein Breitbandantibiotikum und verständigen Sie bitte Dr. Thalheim. Alles klar. Dankeschön. Hey. Hey, na? Gut geschlafen? Was macht der Kopf? Fühlt sich wie ein reifer Kürbis an. Wie gestern. Ich war irgendwie ein bisschen drüber. Ja. Geburtstagskinder dürfen das. Sich volltrunken jemanden in den Hals zu werfen, ist zwar eine Möglichkeit, aber sonst eigentlich nicht so meine Art. Wie gestern, ich habe dich in eine echt blöde Situation gebracht. Aber ich habe allen gesagt, dass es wirklich nur ein klitzekleiner Geburtstagskuss war. Ja, das hat bestimmt geholfen. Es wäre auch schade, wenn die hier nichts mehr zu tratschen hätten. Nur noch eine Kleinigkeit. Du hast seit gestern meinen Autoschlüssel. Ah ja, war eine reine Sicherheitsmaßnahme. Danke. Hey.
schade, dass wir uns gestern verpasst haben. Ich hab dich vermisst. Ja. Es war echt lustig. Hab ich gehört. Guten Appetit, Nick. Guten Appetit. Also eigentlich spricht doch nichts dagegen, dass wir ganz normal miteinander umgehen, oder? Sowieso. Ja, reden ist gerade nicht deine Stärke. Ich hab's eilig. Sag mal, ist irgendwas? Nein, ich hab nur zu tun. Ja, dann ist ja gut. Doch, ich finde es eigentlich schon sehr unprofessionell, etwas mit einer Kollegin anzufangen. Und es dann auch noch öffentlich so zur Schau zu stellen. Du hast dich wirklich schnell getröstet. Sag mal, geht's noch? Wieso, ist doch so. Schmeckt sich? Sag mal, wer hat mir denn die rote Karte gezeigt? Also ich glaube nicht, dass ich dir irgendwie Rechenschaft schuldig bin. Du hast mich so unter Druck gesetzt. Ich hätte einfach nur ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Ja, und bis dahin wäre mein Platz im Altersheim schon weg gewesen. Im Gegensatz zu dem mach ich's mir nicht so leicht. Moment mal. Ich meine, wer hat denn Verständnis gehabt und die ganze Zeit gewartet wie so ein Vollidiot? Du wusstest von Anfang an, dass ich verheiratet bin. Ja, aber mittlerweile bist du zu Hause ausgezogen und ich hänge immer noch in der Luft. Ich kann eben nicht so schnell von einem zum anderen und Fakt ist doch, dass du dich nicht für mich entscheiden kannst. Das ist doch okay, aber du hast kein Recht, dich in mein Privatleben einzumischen. Ich wollte auch nur sagen... Toni, das Leben ist kein Ponyhof. Du kannst nicht alles haben. Das will ich auch überhaupt nicht. Ich will nur eine faire Chance, um in Ruhe zu entscheiden. Okay, du brauchst noch Zeit. Aber ich werde nicht zu Hause sitzen und auf dich warten. Und das ist wahrscheinlich besser, wenn ich mich in Zukunft aus allen deinen privaten Sachen raushalte, oder?